Ja, ich weiß gar nicht, ob der Sound funktioniert. Ha? Was sagst du? Wenn aber? Okay, keiner, ist auch besser so. Ja, wir spielen das Finale unserer clubinternen Guild Ball Liga. Phil und ich stehen beide mit 13 zu 5 Spielen da. Tja, Farmer gegen Blacksmith, Blacksmith gegen Farmer. Wir haben hier einen Rough Ground, wir haben hier einen Fast Ground und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Obstructions. Hat es nicht mal auf 6 reguliert? Egal. Ja, 6 bis 7, irgendwie so. Es müssen halt nur mehr Obstructions sein als alles andere. Ja. Das ist es. Und 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1. Such dir einen Stapel aus. Ja, das sind die Hunde draußen. Mal gucken. Ich habe keine Hunde. Ist egal. So, was behalte ich jetzt nicht? Ja. Ja, mit dem Frage kann er jetzt eine Charge. Die finde ich cool. Ich finde auch die cool. Irgendwo so komische Menschen, hören sich komische Dinge an. Menschen und so. Ja, Menschen, grässlich. Hallo Menschen da draußen. So, da müssen wir Würfel schmeißen. Ich nehme meinen Lieblings-Mario-Würfel. Der Lieblings-Mario-Würfel sagt, ich habe eine 3. Fick dich, Mario. Ich nehme einen tollen Würfel von dem dreckigen Michel, ich habe auch eine 3. Mach mal. Jetzt habe ich eine 2. Kannst du das unterbieten? Nee, aber verdoppelt. Cool. Ich glaube, ich möchte ganz klassisch receiven. Okay. Ich bleibe auf der Seite hier. Wollen wir noch unsere komischen Wimmeldingskarten in die Kamera für Guild? Ja, das können wir tun. Ich gucke auch extra nicht hin. Warte mal. Ich guck mal, ob ich das irgendwie gemanagt kriege, dass man die alle sehen kann. So. Kann man die so sehen? Also ich darf nicht gucken. Ja? Ja, yeah, das sind meine 5 Karten, die ich habe. Soundcheck! Ja, läuft? Sehr gut. Sehr schön, also wir haben auch kein Echo drauf. Hervorragend. So, ich guck weg. Das ist schon ein bisschen sexy, oder? So kann man die vielleicht ein bisschen kurz lesen. Ich habe meine durch. Das ist sehr schön. Okay, dann kommen wir Captain und Maskottchenwahl und so. Unser ach so geheimes Roster haben wir hier schon draußen irgendwo stehen. Das geht eigentlich nur uns was gerade an. Ich habe meinen Captain und mein Maskottchen habe ich hier oben auf. Also ich habe die in meiner rechten Hand. Okay. Hier, ich komme mit Grange und dem Hähnchen vorbei. Ich spiele die ganze Liga auch die beiden. Hammer und Amboss. Ja, ich kick, also musst du sagen, welches Modell du noch hast. Ja, das ist mir bewusst. Ich bin mir nur immer noch nicht ganz so sicher, wen ich noch mitnehme. Ich finde immer so eine Wettzimmer ganz gut. Jetzt habe ich auch einen Ball. So, hier neue Modelle. Ich habe noch Amberline dabei. Ach ja, hat es sich mal anders entschieden. Da war ja was. Ja, ich kann keinen Thresher und keinen Packbeat mehr spielen. Ja. Yeah! Die kann ich aber auch beide nicht mehr sehen, also von da. Hallo! Sollen wir, haben wir ganz viele Fans, die zugucken?
Zwei Fans, hallo zwei Fans. Drei. Siehst du, es werden mehr. Jetzt kommen sie alle. Ich nehme noch so einen Ofentypen mit, Herr Furnace. Windel. Der Typ mit seiner Windel. Ich will heute mal tatsächlich ein bisschen anders. Ich spiele den Aluminiumburschen noch. Ja. Der übrigens das tolle, tolle Testmodell für dieses Farbschema war. Dann nehme ich Milfstone mit. Naja, und weil ich den Aluminiumburschen habe, mit einem Zauberstang und so weiter, kriegt er seine Oma dazu, genau. Das verstehe ich gut. Zu Hause. Ich brauche jetzt nur noch meine 5 Stunden für Tokens und ähnliches. Auch flachere Aufbewahrungsmöglichkeiten dafür. Da haben wir die Dinge. Noch Flugmann dabei. Ey, das Line-Up habe ich so noch überhaupt nicht gesehen. Und bei dir auch nicht erwartet. Hust. Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich damit mache, aber ich spiele das jetzt mal. Achso, wenn ich treten muss, dann muss ich ja auch aufbauen. Ne? Ja, geil. Stehen Leute schon Fragen? Nee, aber Scharf-Scharf wünscht euch schönes Gemetzel. Ja? Scharf-Scharf. Was ist ein Scharf-Scharf? Wir metzeln, Scharf-Scharf? Wir metzeln nicht, wir spielen Fußball. Wir werden hier eine friedliche Runde Fußball spielen. Und ich habe auch hier nur reine Arbeitswerkzeuge dabei. Das ist ein Dreschflegel, weil sie gleich ein bisschen Korn zerhauen will. Er hat zwei große Sägen dabei, er hat einen Pflug. Ich bin hier lediglich dabei, Landschaftsgärtnerei zu betreiben. Und wenn die Blacksmiths was anderes machen wollen, dann finde ich das ziemlich mies. Also ich habe auch nur Arbeitswerkzeug dabei. Denn ich muss dann ja nicht vorne eine Rüstung anpassen. Siehst du? Das klingt vernünftig. So, was so? Nee, noch nicht ganz. Ich muss ein bisschen moderat anpassen. Ich glaube, so will ich. Dann. Kann ich weiter meine Würfel mit positiver Energie laden? Der Chef. Geht mal dahin. Und weil er immer in seiner eigenen Aura ist, kann er besser kicken. Kann er 8 Zoll weit glonzen. Was wird er gelacht?
Mehr Trash Talk bitte, deswegen bin ich hier. Wer ist deswegen hier? Scharf, scharf. Es gibt hier keinen Trash Talk. Ich bin ein absolut seriöser Spieler. Das kann ich mir selber gerade nicht so richtig glauben. So, ich kick mal mit den. Ja, wir sind ja auch noch, wir haben auch noch gar nicht angefangen zu spielen. Trash Talk ergibt sich ja immer beim Spielen mit kleinen Puppen. Der kick mal. Geil, kann er. Und dann ist weiß die Richtung. In Richtung 3, 6 Zoll. Ich glaube, das finde ich schon fast ganz cool. Ja, das nehmen wir mal. So, wir haben gekickt, wir haben alles andere vorbereitet. Hast du alles soweit zusammen, Phil? Ich habe alles zusammen. Ja, ich muss noch mal ganz kurz gucken, dass ich hier nichts vergesse, weil ich dazu neige. Ach, macht nichts. Mehr ja. Chancen für mich. So. Für die Statistik, Freunde, die letzten zwei Ligaspiele von Flo und mir gingen irgendwie ganz knapp immer an mich. So, hab ich alles also, zusammen? Dreht das heute oder nicht? Es geht hier um das Finale. Das Finale. Es gibt keine anderen Finals. Dies ist das Finale aller Finale. Finale. Nale. Anale Finale. Ich habe ein Momentum, weil ich gekickt habe. Ich habe 6 Puppen. Ich habe hier meine Influence. Hier habe ich meine Character Play Marker. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich wünsche dir ein schönes Spiel. Ich finde es ja frech. Schon habe ich in einer Uhr. Bomben-Game von mir. Hey. Das war kein Trash-Talk, aber Trash-Gerülpse. Und einfach ein Zeichen meiner übermenschlichen Selbstbeherrschungskraft, weil jeder andere längst gekotzt hätte. Ansichtssache. Hier, Amber kriegt mal 4. Kann sie 4 haben? Ja, kann sie. Chefin kriegt 2. Flugmann kriegt 2. Milfsbogen kriegt 2. Kigeriki kriegt mal 1. Und der Windelman kriegt auch 1. Echt nice. Ich aktiviere den hier zuerst. Ja. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, mehr oder weniger. Lauf, kleiner Aluminium-Linjana. Lauf. Der ist in 6 Zoll zu seiner Mätresse, keine Ahnung. zu seiner, wie heißt das, Geldhure? Seine Mätresse. Zu seiner Sugar-Mami ist er. Das ist eine Sugar-Mami. Auf jeden Fall plus ein Kick. Ja. Ich möchte damit sprinten, dann hat er ganze 9 Zoll zur Verfügung. Werde ich jetzt, glaube ich, nicht ansatzweise brauchen, weil der Ball ist 6 Zoll weg. So fast. Ja, bestimmt. Was kann ich mich 5 Zoll in die Richtung bewegen. Hab den Ball. Ich kann auch 4 Mal sehen. Und kann du musst uns dabei noch nicht mal angucken, ne? Kann nochmal 4 Zoll weiter jumpen. Mach nochmal, weil das kann Acrobatics. Für nochmal 2 Zoll mehr. Ich kann sogar in diesen 5 Mal sehen. Das ist ja auch nochmal ein kleiner. Und passt dann zu seiner Ollen. Ja. Ich glaube, der ist so ein Tap drin. Bestimmt. Der hat einen Achterkick, das ist unter 4 Zoll. Ja, ja, ist gut. Hat jetzt gerade 4 Würfel wegen seinem Bonusding. Jo, ein Ding. Ein Ding doch, halt, genau. Das macht er auch, ich bunker das Momentum. Ja. Der kleine Hahn, der schmeißt mal den Schwanz an. Der macht den Chef mal schwanzsicher. So kann der Chef nicht geschwanzt werden. Das glaubst du. Und dann geht er mal bis zu 4. Einfach mal da gemütlich. Ja, dann ist hier jetzt meine Oma dran. Die spielt einen Pass auf den Sledgy. Oma hat tatsächlich 3 Würfel. Hat einen 6er-Kick, damit Tap in Pass. Kommt. Sei ehrlich, du hast die beiden Einsen auch zuerst gesehen. Ja, ich sehe immer erst die Scheiße. Geht dann noch mit ihren 4 Zoll insgesamt dahin, ist dann auch schon fertig. Das Momentum habe ich wieder gebucht. Der Flugmann legt mal eine super Flugizität dahin.
Weil er einen hingelegt hat, darf er, weil er den totalen Superboden hier erschafft und der Bodenmeister schlechthin ist, da noch einen hinlegen. Dann schmeißt er mal die Rough Ground Geschichte an hier, Broken Earth. Und dann schibberintet er mal. Wohin sprintet denn der Flugmann? Vier. Warte mal. Vier. Sechs. Er aktiviert innerhalb von 6 Zoll von seinem Typi. Okay, Tullage, nutzt Tullage, wenn Karte, Tractor Play, nimmt das Pilegraph und dann spielt er Pass auf sein Cooper. Auch hier Captain Pass, weil unter 3 Zoll kommt. Opa kriegt einen Ball. Ich glaube, so alt ist Opa gar nicht. Ah, der sagt, Opa hat eine Glatze aus dem Mund drin. Ja, also mein bemalter Opa hier ist nicht so alt, aber auf den Artwork sieht er ein bisschen älter aus. Ich glaube, der hat die Glatze aus modischen Gründen. Weil er kann ich mit, noch ein bisschen bewegen. Weil er windschnittiger sein möchte, deswegen ölt er sich auch immer ein. Milfstone. Milfstone schmeißt mal, hier, wie heißt das? Get in the Goal auf den kleinen Hahn. Der ist jetzt ein prima Torwart. Und dann sprintet sie. Mal so einen halben dahin. Dann einen halben nach vorne. Bumpf. Dann drei. Hier, Bumpf da hinten rein. Fünf, sechs. Und dann so weit, dass sie halt den Marker nicht schaffen. Und dann legt sie nochmal ein Harvest-Token. Da. Hier der Spielerofen-Opi, ja. Der ist dran, der gibt Tut ab. Auf die. Ne, doch. Läuft er mit seinem bis zu 5 Zoll noch ein bisschen so. Du Freak. Du machst so krasse Sachen. Ja, genau. I am awesome. Hier mein Chef of the Chefiness. Schmeißt mal für einen Constitution an. Schmeißt mal für ein Help Him Out an. Kann sich noch bis zu 5 bewegen. Bewegt sich mal da so hin. Da fühlt er sich total wohl mit seinen ganzen Marken an. Dann kann er noch 2 Harvest-Token schmeißen. Ein dahin. Ein dahin. Schlimme ist jetzt, denkt darauf dran. Soll ich dir mal sagen, weil ich da nicht mehr dran denke? Wenn es wichtig wird. Finde ich gut. Vollkommen okay. Ja. Ich aktiviere hier den alten Mann. Ja. Der joggt so. Was sind das für Fragen? Was gibt's da für Fragen? Da so hin mit seinen 5 Zoll. Ja. Passt auf die Zinnriege da. Ja. Tap-In-Pass dadurch wieder kommt. Oh Wunder, oh Wunder. Screamer-Pass. Screamer-Pass. Da gibt's Screamer! Leider. Diesmal dodge ich aber tatsächlich dafür. Das ist total überraschend.
sehe gerade, ich habe 5, 1 zu 4 gegeben, dann nehme ich mal einen weg. Oh. Dann habe ich halt mit einem weniger gespielt. So. Ja. So. So, jetzt überlegen wir mal. Hammer ist dran. Schaffelt mal so weit, dass sie noch brav innerhalb der 4 Zoll ist. Haben wir schon Leute, die uns Geld dafür geben, dass wir uns hier nicht ausziehen? Oder? Hallo, halt mal Pause. Nein, bisher ist der Chat sehr ruhig. Wieso ist der Chat so ruhig? Der Chat soll uns langweilig. Der Chat soll uns herausfordern zu witzigen Dingen. Langziehen werde ich trotzdem nicht. Okay, wir haben jetzt einen Zuschauer verloren. Also langweilig. Interaktion stört die Leute. Ich wusste das schon immer. Ja, guck mal, Cinder sprintet, dann kann sie 8. Dann kommt sie da auf jeden Fall hin. Da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Dann willst du auf 6 zu meinem... Zu einem Windel stehen, ja. Dann schmeiße ich einen Impale. Ja. Also auf die mächtige 2. Auf die mächtige 2 soll ich treffen. Ja, treffe ich. Das sind 4, die zu 3 werden wieder. Ja, hat er verteilt. Nee, aber du hast Constitution noch verteilt. Und er steht in der Augen. Stimmt allerdings. Aus Braunschweig kommen schöne Grüße. Ihr seid kacke. Deine Mutter ist kacke, egal wer das ist. Wer ist das? Egal. Er wird jetzt Rüstung verlieren, würde brennen. Brennen, ja, das packe ich mal rein. Und das nimmt die Lady hin. Okay, die Rüstung. Und dann spielt sie einen Pass auf die Fünatze. Ja. Auch die Dame hat 3 Würfel. Mann, habe ich ein Kicker-Team. Kommt, sie dodgt. Ist jetzt genau 10 Zoll weg. Weil das gar nicht anders geht. Ja. Und dann bist du fertig. Ja. Hat er eine 10 Zoll Kröpfe? Ja. Oh, kacke. Aber ich habe ja Momentum zum Zoll. Ja, lass nur 3. 3. Die Frage ist halt, ich mache dann auch 3. Dann steht Windel da vorne irgendwo rum. Schockt eigentlich auch nicht, wenn Windel da vorne irgendwo rumsteht. Finde ich jetzt mal so sagen, so mäßig. Ich zeige dem Schmutzmichel übrigens morgen, wie kacke ich bin. Da kacke ich ihm nämlich in den Hals. Deine Mutter ist einmal mehr kacke. Aber meine Mutter sitzt nicht bei mir im Keller. Und ist angebunden. Die sitzt nämlich bei ihm im Keller und ist angebunden. Ja, schicke ich Windel jetzt rein und mache damit 2 Momentum und dann sind wir gleich. Oh. Dann fange ich an, dann kann Windel 2-mal draufhauen, sie töten und wieder zurückkommen. Eigentlich erscheint mir das als ganz witzige Option. So. Wahrscheinlich mal wieder nicht geschafft. So. Stehe da. Dann trümmert er ein bisschen in sie rein. Die kommt mit 12 Platten. Ja. Mhm. Er mampft mal den Harvest-Marker hier.
kriegt einen Influence. Gibt einen aus für das Snack Break. Und den zweiten für eine etwas weitere Bewegung nach hinten. Ne, wobei ich finde die 10 Zoll tatsächlich auch ganz sexy, wenn ich genau auf 10 Zoll stehe. Wir bleiben mal auf genau 10 Zoll. Dann sind wir durch, ne? Jo. Dann nehme ich mal Marker mit ins Deck. Da hilft es um einen Schaden. Richtig. Die entscheidende Frage ist aber tatsächlich, mir gerade stelle, sehe ich den Schmutz mich überhaupt morgen? Ja, ne? Sehe ich dich morgen? Ich werde... Sind da immer noch kein Knockdown, ne? Nee. Du hast das? Ja. Ich habe eine +5er-Karte. Ich habe eine +1er-Karte. Ich spiele Hunker Down. Das war die Resolute-Karte, ja? Nein, das ist die Karte, wo alle Modelle, wenn sie Counter-Attacks bei mir machen. Ja, genau. Resolute. Nein, doch, Resolute. Genau. Ich habe die Pullback. Ich darf einmal von 8 Zoll raus am Rand für ein weniger Charge. Ja. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Dann möchte ich auch anfangen. Okay. So, geh mal rüber und starte. Mach mal. Ich nehme mal die grünen, die wir jetzt extra öffnen müssen. Oh, das wird haben. Das ist okay. Dann möchte ich wieder hier Hähnchen fechten. Dann möchte ich 2, 3, 4, 5, 6. 1. Ja, hier, mein komischer Typ da, ne? Warum habe ich denn das Ding? Egal. Dieser tolle, nette Typ. Oh, ich habe sogar noch Plus ein. Habe ich ihn genommen? Joggt mit seinen 5 Starts auch rüber. Mhm. Spielt ein Tool ab auf den Sledgy. Weil ich weiß nicht, wohin. Und spielt für den übrigen Pass auf Cinderwinner. 3-8er Kick hat der Gute, Tap and Pass kommt und ich lasse die dodgen. Hähnchen macht der Grünel trotzdem. Meine Cinder passt auf den Anvil, Tap and Pass. Kommt das Momentum, bunkere ich. Dann joggt sie noch ein bisschen hier so hin. Milfstone gibt den hier aus für Getting the Goal auf das Hähnchen. Kann sich noch, weil sie brennt, ganze 3 Zoll weit bewegen. Der Sledge kommt jetzt 8 weit, ne? Jetzt kommt er 8 weit maximal, ja. Also 7 Zoll und 1 Zoll weniger. Ja, aber er hat nur einen Influence. Ja, ist gut.
Also sie pumpft mal hier hinten in den Hund rein. Das war ein halber. Dahin. Noch ein halber und da pumpft er. Dahin. Ja, dann ist mein Endbilliger dran. Auch der kann bis zu 5 Zoll joggen. Ich schiebe einen Pass auf Sledge. Mhm. Captain Pass kommt mal grandios nicht mit Reisen. Wir wollen mal gucken, wo er landet. 6 Zoll in die 1. Ja, nee, ich glaube nicht. der Dreckmechanismus gibt die Wertung an. Das ist der schwarze hier für den Pass. 3 in die 6. Das wäre. Ist auch nicht gut. Da beim Ballpark geht an, Sledge vorbei, landet in 1 Zoll vom Hörf. Oh, okay. Es hätte schlimmer kommen können. Stimmt, dann ist er fertig. Der Flugmann gibt mal einen aus für Broken Earth. Kann dann noch seine mächtigen 4 gehen. 3 sind hier und so weiter. Schmeißt mal einen dahin. Und schmeißt den zweiten, weil er voll die Vorteilszoll hat. Er hier bewegt sich einfach dahin. Kauft sich jetzt einfach mal einen Fallräuber, weil ich das vergessen habe, in der Reihenfolge zu machen. Ja. Aber ist mir egal. Haben ist besser als brauchen. Das haben wir. Das haben wir. Also, jetzt schon, das Spiel wird mit der Uhr entschieden. Ember startet ihre Aktivierung innerhalb von 6 Zoll vom Plowman. Darf deswegen gratis Gliding, ne? Ja, genau. Sprintet mal. Ja, wenn das hier meine Oma dran hat. Oma sagt, Instruction auf den kleinen Burschen. Oma sagt, wo ist denn das? Benutzt das hier, damit er eine 2 Mili hat. Ja. Vielleicht spielt sie einen Pass auf ihn. Die Oma hat tatsächlich auch einen Dreier-Kick auf Tetten gerade, weil unter 3 Zoll kommt. Ich dodge und weil jemand in 4 Zoll jetzt tolle dodgen Dingsbums von mir benutzt, darf sie mit dodgen, weil sie die Passgeberin war. Wie weit kommt dein Crunch? 9. 9. Das ist ja weit. So wie es hier. Muss ich nicht aussehen. Du hast auch keinen Fret Extension mehr. Keine Fret Extension mehr. Wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, das siehst du nicht. Und dann ist die Oma durch. Naja, durch ist sie sowieso. Und jetzt hält dann auch und Constitution vom Chef auf sich selber. Kann auch noch gar keinen anderen packen. 2 Jahresmarker. Dann sprintet er.
Das muss ich komische crazy stuff ausmessen. Da müsste ich hin wollen, irgendwie auf die Entfernung. So ungefähr. Momentan kommt er. Das die Rough Grounding ist eine 4 Zoll Lauer, ne? Das ist korrekt. Das ist dann mal ein Punkt, wo ich hin will. Das brauche ich. Dein Grinch ist ein 3-0er Modell. Richtig? Gerade im Cover. Ja, gerade im Cover. The Charge. Das Schießen. Ein Notfall. Alle 2 Milliliter. Das ist nur verkackt. Chargen, Dinge. Apokalyptisch, ich glaube nicht. Also verliere ich dann. Wer hat gefurzt? Wer hat gefurzt? Hast du gefurzt oder ist das eine Wurst? War deine Milfstone ist ein 13? Bestimmt, ja. Steht auch vor dem Umschlag. Nee, auf jeden Fall aktiviert. Ja, kriegt den Kicker-Bonus, weil er bei seiner Oma. Ja. Macht dann ein Acrobatic sein. Dort zu hin. Dann kann er für ein chargen, statt mehreren, was ich eigentlich nicht gebraucht hätte. Haben sie mal gesagt. Ja, haben sie mal gesagt, wäre besser als brauchen. Also da würde ich wohl kommen. Ich muss allerdings in 2 Mini bleiben. Ups. Den will er also chargen. Den will er chargen, genau. Mit dem Counter. Ich muss danach noch ein bisschen dodgen. Auf dem Weg komme ich dann schon mit 4 Zoll. Nee. Das ist außer auf dem 4 Zoll. War der Charger da, den guten Herrn? Ja. Ja. Ach, habe ich schon weg. Ach, schon weggelegt. Steht er dort? Hallo. Hallo, ich bin eins. Ups, ich habe deinen Hahn verschoben. Hallo, ich bin eins Aluminium. Von Natur aus 5, verliert einen den Cover, kriegt 4 für Charge. Ich habe 2 Nettles, lege ich hier schon mal so hin. Oder irgendwo hin, da so. Alles gut. 3-0. Du hast nur Counter angesagt? Cool. Ja, ich habe ja nicht mehr Momentum. Achso, stimmt, da war was. Eieiei, das ist viel. Weil 3, 4, 5, 6. Plus 2 macht 8, 2, 4, 6. Hätten 6er Playbook. Krass. Dann sind das. Moment ist 3 Damage. Gut zu 2 werden. Genau. Moment. Und das ist ein Doppeldeutsch. Den hat er auf der 2. Dann tue ich das so dorthin, glaube ich. Moment. Es geht ja um. Auf jeden Fall, ja. Ja, Ballpath ist frei. Dann schießt er aufs Tor. Ist er das? Warum ja? Darf gerne nachkontrollieren, bevor ich irgendeinen Umfug mache. Vielleicht noch ein Laser, der gut ist. Sonst habe ich noch einen, der gut ist. Nö. Nö. Egal, ich bonus kann das eh. Gut.
Ich habe von Natur aus 3. Einen für den Buff. Verliert wieder einen für Dings und noch einen für Bonus-Teil. Genau, auf die 5. Stimmt, du hast da ja was verteilt. 3, 4, 5, 5, 5, 6. Natürlich nicht. Wohin geht er? Schwarz für die Richtung. 4, 6 weit. 4, 6, 12. Das wäre theoretisch da. Ich jetzt mal 2. Jupp, scanne ich mal von der Mitte aus. Mann, hab ich ein Glück. Schwarz für die Richtung. So eine 1 auf Schwarz wäre ganz gut. Eine 3 für 2. Uah. War das nicht ganz richtig? Der liegt ja da und dann scattert er 2. Achso, von der Idee war das schon. Ich habe doch mit dich angehalten. Nee, du hast die Schablone mit dich reingehalten. Das ja, okay, mein Fehler. Ich, das passiert mir nicht so oft. So. Also der Chat schläft ein. Ja, ja, mieten. Ja, scheißegal, das ist der Chat mal. Dumme Hurensöhne, Mutterficker. So, dann passt das alles nicht, aber er darf, weil er Schaden gemacht hat, seinen Back to the Shadows machen. Ja, nach mutierte Vollspacko. Nur wohin? Das ist alles nicht so gut. Hallo. Ja, das war ganz gut für mich. Ja, wenn die Würfel einen im Stich lassen, ne? So, wie viel Momentum hast du jetzt noch? Gar nichts, ne? Gar nichts, weil es ging voll in die Hose. Da will man mal nett sein mit Fußball spielen, aber nö. Du Trottel. So. Hey, grüß mal. Nimm dir gerade auf? Ja. Ja, wir streamen. Also, aufnehmen sekundär wohl eher. Ich hoffe, dass du auch deine Zeit rausschubst. Die rausschubst. Was hast du vor? Musst du gar nicht, willst du? Doch, muss ich, sonst kann der Club von einigen Mitgliedern nicht weiter benutzen. Das ist aber nicht mein Problem. Wir streamen hier für die Welt. Wir machen hier Öffentlichkeitsarbeit at its best. Du hast noch ein bisschen Zeit, oder? Entschuldigung, wenn ich später komme, muss ich noch was ausdrucken. So, der Windelmeister, Mampf Marien hier, kriegt er einen Influence, den er nicht kriegen kann, kann sich aber 2 Zoll weiter bewegen. Womit er dann 6 Zoll bis dahin gehen kann. Und dann sind wir durch mit der Runde. Jo. Das lief mal scheiße. Oh nein, jetzt habe ich Scheiße gesagt. Ja, du hast Scheiße auf dem Stream gesagt. Oh nein. Das ist extrem schlimm. Haben wir nicht je angegeben, dass wir... Ja, wir richten uns nur an Erwachsene und Leute, die es gerne sein würden. So, wir sind 0-0 im Momentum Ratze. Das ist ja auch mal interessant. Du hast dann noch Bonus-Influence liegen bei Ja, nee, das liegt da nur drunter, damit sie da. Achso, drunter. Wenn du vernünftig drauf steht, das war so der Plan dabei. Das ist schon mal okay. Das ist auch okay. Die nehme ich nicht. Die nehme ich auch nicht.
Was Zwiebelhaltiges von mir. Ich möchte gerne anfangen. Cool, ich habe Momentum. Warte, ich muss nochmal den Marker raussuchen. Aha, ich habe nur dieses Shadowlight genutzt, nicht, ja, dass ich das mal wieder vergesse. Dann tue ich mal drauf. Läuft. Ja, hier kriege ich mal plus ein Tag. Dann nehmen wir weg die drei Harvest-Marker. Und den nehmen wir auch weg. Dann krieg ich Bündel Nummer 2. Dann krieg ich mal irgendwas da nicht. 4 für Ember. Das Hähnchen. Für Münster. Voll auf die Knie, Windel! Voll auf die Knie! Voll auf die Knie, Junge. Windel aktiviert, kann bis zu 4 Zoll gehen, soweit möchte aber gar nicht gehen, er will nur auf 2 Zoll an ihn rangehen. Und gib mal einen von uns raus und hau dir ins Gesicht. Dafür hat er einen Tank von 7 jetzt. Auf die 1. Das ist super, das ist gar nichts. Dann kaufen wir noch eine Attacke. Und eine Rüstung sind 4. Damit mache ich Momentum 4 Damage. Und dann die Berserk-Attack. Das sieht auch ganz okay aus. Das sind noch Momentum 4 Damage. Dann bist du. Das war ja gut, Windel. Mit 7 Würfeln. Ich kriege mal einfach mal den Typen, der da noch lebt. Mhm. Der ist 8 Zoll vom Rand, kriegt Shadow-like. Und klettert freiwillig ins Haus. Rennt ein bisschen weiter weg. Da. Ja. Okay. Dann ist Emberline dran. Die ist innerhalb von 6 Zoll vom Blutmann. Deswegen nutzt die Gliding für umsonst und sprintet mal. Zwei nach vorne. Schnappt sich den Ball. Kann sie absprinten. Ja. Ja.
So, was mir gerade auffällt, Nilsson hat nur einen Schaden gekriegt bei dir bisher. Die brennt doch schon zwei Runden. Ich hab den Schaden eben vergessen. Ja, kein Ding. Dann spielt. Ambermann passt auf ihre Freundin Nilsson. Kopf. Moment dafür. So, mein Pflanze. Ja, der aktiviert. Der läuft dann bis zu 5. Läuft der wie bis zu 5? Nee. Dann läuft sie dahin. Mhm. Milfstone. Spielt mal einen Pass auf den Scheffel. Ein bisschen der Boss-Aura kommt. Cross-Dodged 4 Zoll. Ja. Mal kurz gucken, auf die Seite. Ja, dann ist mein Anvil to be. Der sagt hier, White Iron is hot. Mhm. Dein Tor. Die gute Dame. Ah, das geht nicht. Scheiße. Nein, dann geht das halt nicht. Damit ist der ganze Plan hinfällig. Ups. Da so. Liege ich da richtig? Oder stand er ein bisschen anders? Ich habe es jetzt außerdem. Oma kann das auch nicht. Ne, Oma kann es auch nicht. Dann ist Anvil auch fertig. Scheffel ist dran. Scheffel. Drop den Ball mal dahin. Charge den blöden Spackula. Mhm. Ja. 6 Würfel normal, ne? Ja, der Typ. 4 Würfel für den Charge. 4-1. Wie viele Points hat er noch nie? Also viele, ne? 4. Moment des Knockdown. Machen wir nochmal. 3-1. Jo, das sind alle. Das ist ein. Moment ist Constitution. Hau ihn nochmal. Und 3. 2 Damage und Push. Ein letztes Mal. Nö. Wir haben noch einen, ne? Und 2. Und der Vorstand der Kurse ist, wenn die Leute fragen, und der Satz steht, es darf nicht. Es wird ausgemacht werden. Aber alles ist so. Im Moment ist gut. Alles ist. Ah, Gott, Florian. Hättest du rausnehmen können? Ja. Nö, nein, darum ging es gar nicht. Meine Oma ist auch ein 8 Zoll vom Mann. Darf deswegen Shadowlight dodgen? Den nutzt sie ihre zwei tollen Fähigkeiten auf den Sledge, also Instruction und Resist. Sie bei 6 Zoll, oder? Ja. Und joggt den noch da so ein bisschen hin.
Händchen, gib mal Cockshow auf die Ärmel. Da sind wir hier die Schrank vorgetragen. Ja, wie schon gesagt, es ist einfach. Es war jetzt nur so von mir die Idee. Ich habe es als Kinder gekauft. Komme ich gerade hier natürlich nicht dran, dann geht sie halt da so rüber. Ich würde mal schmeißt mal Broken Earth an. Schmeißt zwei Harvest Marker. Nee, die schmeißt er noch nicht. Sprintet erstmal. Zwei. Fünf. Sechs sind bei ihm. Dahin, hat den Ball. Harvest Marker dahin, Harvest Marker hierhin. Und dann sind wir beide durch, ne? Mhm. Nee, ich hab noch Slitch. Kick zur Slitch, hol sich Pile Driver, bleibt da stehen. Dann sind wir fertig. Alles nur fünf. Wegen ein verschossenen Tor. Warte, bevor ich es wieder vergesse. Die plus 3 Initiativkarte mit Movement Kram. Ich habe Won't Touch the Hair. Ich habe initial ein Influence mehr. Ich möchte auch gerne anfangen. Dann habe ich Momentums. Der kommt weg. Mein Chef haut mal den Pimmel da am Boden. Ja. 3-1. Nö, ja. Momentum Push. Haut ihn nochmal. Momentum Push. Kann echt nicht wahr sein. Ja, mache ich halt nur einen Moment bis 2 Damage. Dann ist er raus. Takeout. Dann sprinte ich mal. Momentum mehr, du hast dreimal Momentum also Push gemacht, ein Stück vom Takeout. Dann mache ich mal Legendary an. Achso, mit seinem normalen, ich darf 2 sitzen. Genau. Ja, hier, Schmiedetyp da, sagt Hut ab, auf Glatzkopfige. Ein Ender kommt 8, nee, 10. Das ist schon ganz ein Stück, ne?
bisschen gepusht oder so. Also ein bisschen weiter als 10. Ja. Mhm. Milfstone brennt man nicht mehr. Dann geht's. Vier. Ne, das sind wir hier. Ein weniger. Drei. Einen halben. Noch einen halben, damit es bei vier ist. Dann gibt es zu dem Hahn den Bullshit. Und nicht noch ein halbes Marken, den ich nicht mehr habe. Hat Ember irgendwie einen Doppelpush oder sowas in der Art? Ein Doppeldodge auf der 4. Auf der 4, das ist pushmäßig gar nichts? Nein, die Dodge. Oma joggt bis da so hin, mhm. Gibt Instruction auf die Dame und gibt Use This auf den Herrn. Das ist natürlich der Flugmann. Könnte 4, aber das justiere ich gleich nochmal zurück. Das wären 4, also bei Bürger an. Geht da hin. Dann macht er Broken Earth an. Dann spielt er den Ball. So, war ich jetzt so schlau, habe ich hier rausbewegt. Natürlich. Naja, spielt den Ball auf Wimble. Kommt. Wimble macht einen 4er Dodge. Ember hat eine 2 Melee, ne? Mhm. Was für eine Rotze. Eine gute. Ansichtssache. Beste. Steht außerdem schon 2-0 für mich. Mhm. Warum ändert das keiner? Haben wir hier keine Elektrosklaven, die das machen können? Wenn du einen Rechtsklick drauf machst, auf meine Doppel-Null, die da steht. Nee, du musst sonst klick nochmal drauf, dass er das gut markiert. Ja, genau, und jetzt sind es ganz unten einige Eigenschaften. Genau, und dann musst du in das Feld reingehen und dann auch einfach mit 2. Dankeschön. Hier, ich aktiviere meinen ja. Iron, dann macht Wazer Iron Assault. Ja, wie lange? Tor. Wie lange ist das denn heißt? So lange, bis er fertig ist. Okay. Hat das geklappt? Ja, cool. Ja. Die Oma könnte auch, will nicht. Das Hähnchen gibt mal Cocksure auf Ember und schaffelt gegen. Das
einige aus dem Winkel eben kommt. Ja, da muss ich halt. Ja, das ist easy. Ich nehme das. Das müsste da so sein. So. Das ist natürlich nicht drin. Hm. Zusätzlich wäre es noch in der Rough Ground Area. Ja, ich habe ja noch einen Moment. Ja. Hast du gepütschert? Pütschert. Tunnel kann 8 sprinten, ne? Mhm. Wenn er einen Harvest-Token frisst und er hat noch einen Ball und so Dinge. Ember hat 18 Platten, ne? Das ist korrekt. 4-0, ne? Oder 3-0? 4-0. 4-0, das ist echt viel. Mhm. Aber so ein Cinder mit 4, 2 und 12 Platten ist auch nicht gerade wenig, wenn ich das mal so sagen darf. Das riecht hier jetzt gerade nach toten Gummibärchen. Ich habe mir auch einfach mal ein Modell aussuchen können, das Poister, ne? Ja, was? Ich hab's vergessen. Ja. Nicht, dass das jetzt wichtig ist, nicht mehr. Die ist echt nicht einfach. Ist gut, ne? Ja, meine Cinder, die aktiviert. Ja. Die Charge dann nicht ändern. Ja, lass mich mal kurz überlegen, was ich machen würde. Geil wäre jetzt, wenn ich so eine Karte hätte, die mir Poise geben würde. Ne? Und du dran gedacht hättest. Mhm, cool, ne? Ich hau auf jeden Fall zurück. Und ich Death Stance auch mal. Kurze hin, weil ich kann 9, weil ich die tolle Karte habe. Ich stehe auf knapp unter 1. Ich habe 6 Würfe, regulär 4 für einen Charge und 2 Netto-Hits, weil ich Instructions habe. Die nehme ich schon mal weg. Mhm. Dafür sind die 2 Würfe auf die 5-0 jetzt. Ne? Jawohl. Eieiei. Das ist überdurchschnittlich viel. 6, 7, 2, 4, 6, 7. Damit schaue ich einmal ein ganzes Playbook. Dann sind das Moment ist 7 Damage plus Sweeping Charge. Mhm. Also ganze 10. Ja. Dann mache ich mal zurück. Genau. Ich habe 5, 5. Auf 4, 1. Ach ja, brennen und so, ne? Brennen ist mir völlig egal, weil ich Cock schon habe. Das sind dann 3 Hits. Mit 3 Hits. Momentum hast du ja gerade gemacht. Ich mache dir 2 Damage und einen Dodge. Dann hat sie jetzt noch 8 Platten, ne? Das ist korrekt. Dann hau ich nochmal zu. Jo. Bin ich greedy? Ich muss das Bonus zahlen, weil ich muss den Tag forcen. Dann habe ich 7 Würfel auf die 4 Null. Mhm.
Ja, guck mal, das sind so wenigstens zwei, aber das ist nicht das, was ich wollte. Moment, ist zwei Damage. Mhm. Sie würde wieder Burning kriegen, ne? Ja. Ja, das sind aber ihre Freunde Milch so. Oh, dann haut sie nochmal ganz regulär, weil so schaffe ich das nicht mehr. Sie hat noch 6, das schaffe ich nicht. Nö. Alter. Ja. Da ist der Charge war einfach zu gut. Ja, der Charge war zu gut. Bye bye, Sünde. Wie ich das Spiel einfach wegschmeißt durch solche Sachen. Dann. Hau ich dich mal. Ja, ich muss einen Counter sagen. Nö, nö. Das sind zwei. Das war nicht so schlau von mir, aber naja. Zwei Hits. Ich mache den Moment um zwei Damage. Auf die vier. Mhm. Ja, wenn man unterdurchschnittlich wirft. Da ich da eh nicht wegkomme und mich da eh alles gleich zu hauen, sind das zwei Damage. Mhm. Und wieder Burning. Verteilt. Jetzt brennt das. So, ich nochmal. Nö, nö, und einer. Momentum 2 Damage. Und ich nochmal. Nö, nö, Momentum 2 Damage. Und der letzte. Nö, nö, Momentum 2 Damage. Dann gibt sie ein Momentum raus, um sich mal um 4 Platten zu heilen. 4. Müsste. Ja, mit einer kleinen Gruppe konnte ich da ankommen. Ich muss das Spiel durch links. Du kannst nur noch winnen, Sprint, ne? Das Sprinten sind doch deine 8 Zoll. Ja. Jetzt gerade durch die Karte. Ja. Und du bist oh, viel weiter als 2 Zoll weg. Das ist echt zu gut. Ups. Ich bin nach hinten gerutscht, wohlgemerkt, ja, während der Aktion, ne? Aber da komme ich ran. Mhm. Wenn du dir dein Gliding kaufst? Ja, dann hätte ich ja. Ja, das Tor am Anfang, das ich nicht gekriegt habe, hat es halt ein bisschen raus versaut. Auf die 5 ist halt auch nicht so easy peasy. Ja, aber 4 Würfel sollte einer statistisch drin sein. Ja, oder halt auch nicht. Bei 6 ist einer, bei 6 sind 2 drin, bei 5 ist einer drin. Aber sind das nicht auch? Den Sledge, wenn ich hier reinschiffe, hätte ich ihn auch. Das ist blöd. Sledge bleibt einfach stehen. Okay. Dann ist der Windelmeister dran. Der Windelmeister droppt mal den Ball auf den Flugmann, futtert mal diesen Harvest-Marker her, kriegt einen Influence, kann lustige 6 Zoll geben. Vier und Mü. Geht er da ganz gemütlich hin. Und hoffe ich mal. Jo. 7 Würfel. 4, 1. Wie viel hat sie noch? 4 Platz? 2 Platten. Nö. Nö. Ja. Knockdown. Plus ein Momentum, ne? Ja. Ja.
dann war es das. Hm. Wir haben ja wieder Modell Design, ganz viele Taktiken hier. Hm. Ich finde das unfair. Okay, unfair. Ansichtssache. Hätte es jetzt mehr Druck, hätte das Tor geklappt. Ja, ich habe eine +3-Karte, die mit Get In, Get Back In. Ich habe eine +7-Karte, die mir einen Influence strippt. Ach, das ist die Tech-Karte. Ich verbrate, also ich fange auf jeden Fall an. Zack. Verschaffe ich nochmal Pause, damit ich den Schaden markieren kann. Millstone kriegt ein, weil sie brennt und immer auch. So, eins. Gehen wir Kost ab. Ich nehme 1, 2, 3. Einer auf jeden Fall auf die Karte. Und das finde ich gerade ganz sexy tatsächlich, so wie es ist. Das ist auch weg. Ups, sind auch Sachen vergessen. Der kommt halt rein. Ach, insgesamt ist jetzt 2 zu schnell. Ich markiere das mal hier mit so einer blauen Ding. Kann demnach gerade 9 joggen. Also stellt sich das auch in den Fastground rein. Ember, hau mal auf die am Boden liegende drauf. So, ein Würfel mehr auf 3-1. Das sind dann mal ganz entspannte 4 Hits. Damit macht sie im Moment das Doppeldodge. Und hau dich nochmal. Das sind Momentum 2 Damage. Takeout. Ich gehe auf 4. Ist weg. Dann kann sie sich noch 3 Zoll weit bewegen. Steht sie da. Dann macht sie einen aus, um sich um 4 Points zu heilen. Und dann musst du da. So, meine Oma hier. Erinnerst du das mal? Sagt Instruction auf den Kleinen da. Mhm. Joggt mit ihren 4 da so drüber. Mhm. Macht dann Instruction und löst es auf den Burschen. Mhm. Christine, was ist auf 10? Sehe ich das richtig oder habe ich irgendwas vergessen? Auf 10 kriege ich maximal. Jo. Dann ist alles fein für die andere Stelle tatsächlich. Der Spacko kann eine 500.000 Zoll und so. Milfstone. Die fand
Ende ist ganz sexy, wenn der Hahn mal wieder ein bisschen Torwart spielt. Dann kann sie einen Harvestmarker pflanzen. Dann kann sie noch 3 Zoll dienen. Dann kann sie richtig gut fertig sein. Ein Crewman ist ein 3-1-Modell. Ja, das ist korrekt. Ich nehme mal den Chip weg, damit du ein bisschen mehr sehen kannst. Bin ich da drüber oder hältst du mal kurz? Ich mach das mal ganz einfach. So, das ist da, wo ich maximal sein darf. Du fasst ja noch nicht an, ne? Nee, der war noch nicht dran. Mein 11 Zoll, glaube ich, drin. Stimmt, das sind schon mal unter 10 sogar. Ist ein Lichter daran geschoben? Ja. Aktiviert, kriegt das Kick-Teil. Ist das innerhalb von 4 Zoll oder 6 Zoll muss aktivieren? 6 Zoll, ja, alles gut. Weil diese Aura mit aktivieren, Ja. Das ist immer 6 Zoll bei denen. Okay. Ja, dann muss ich da reinchargen. Mhm, der Defense Counter. Kick. Konatur ist 5, du stehst im Cover, 4 vom Charge, 2 in der Ritz, die gehen wir wieder dahin. Jawohl, auf die 4-1. Nö, einer noch in Rüstung. Das sind 5. 2, 4, 5. Das ist genau das, was braucht der Momentus Tackle Doppel Dodge. Dann dodgst du auf deine 8 Zoll wahrscheinlich. Soll ich die mal schieben, oder? Ja. Das wären die 8 Zoll ein bisschen aus meiner Minis aus. Genau. Ist nicht zu viel, oder? Naja. Hm? Sogar 3 Influencer ins Bild gelangt. Dann schieße ich noch aufs Tor. Ja. Ich bonus-tanke das mal wieder. Ich weiß auf die 5. Genau. Und ein Modell ist im Ballpath. Also nur. Statt meine 5 Würfel 4. Ja. Auf die 5. Bonus-tanke-Würfel. Ja. Dann endlich mal 4 Punkte für mich. Ich möchte auch den Dodge machen, glaube ich. Mhm. Das ist fertig. Mal dahin, weiß es die Richtung. Richtung 3, 6 Zoll. Dann ist Opa dran. 7, 5 und 2. Opa geht einfach nur seine 5. Seine bis zu 5. Ich will eigentlich auf 2 Zoll dran sein.
nehmen wir da bei den Bart. Dann kriegst du einen ins Gesicht. Nö. Ja, das sind drei. Das ist ein Moment des Knockdown. Ich nehme mal den Geduld schon mal weg, weil ich nochmal. Das ist ein Moment des Push. Hau dich nochmal. Das ist noch ein Moment des Push. Und hau dich nochmal. Das ist noch ein Moment des Push. Gut, Florian, schon wieder die Hand. Ja, macht ja nichts. Er hier sagt mal wieder, dort schon mal eine Runde. Oh, bleibt da, Emble steht da. Flugmann aktiviert. 1, weil ich den Licht kann ich den zweiten legen. Wie viel hat so ein Ninja noch, wenn er wieder kommt? 6? 6. Logisch. Mal ganz gemütlich dahin und haben wir mal 6 Würfel habe ich, glaube ich. 3, 1, sind 4 Hits. Moment ist Doppelpush. Nochmal. Drei Hits. Das ist ein Long Moment, it's Broken Earth. Und dann hoffe ich nochmal. Mit 4. Das ist ein Moment, it's Doppelpush. Ich push dich mal in diese Richtung. Dass du noch bei dem alten Herrn mit drinne bleibst. Dann. Das ist cool. Tuttlich, Pile-Driver, stellt sich dahinter. Der Windelmeister. Du frisst mal diesen Marker hier. Wozu? Den frisst er nicht. Geht mal ganz gemütlich dahin. Und haut dich. 6 Würfel normal, plus 2, minus 1, 1, 4, was hat er noch auf Person? 6. Das sind Momentum 4 Damage. Hat er noch 2. Und jetzt schaue ich nochmal. Attack. Oh, das sind dann 5. Schade, dass man nicht einmachen kann. Du hast gleich gar nichts mehr. Mach die Moment ist genug Damage, schon wenn er tot ist. Dann bist du noch dran, oder? Ich hab nicht mehr. Okay. Das Hähnchen benutzt mal sein Heroic. Und ansonsten wurde er ein bisschen in der Nase, glaube ich. Kartentechnisch ist ja.
Erstmal ein Rohr aufholen. Ich habe 2, 4, 6, 7. Was? 0. Ja. Guck mal, ich habe die zweite 7. Ist das nicht witzig? Ja, krass, ne? Ich habe eine Viererkarte mit Common Made Dingsbums. So, bevor wir das ausknobeln, werde ich nochmal kurz auf den Pott gehen. Das heißt, Pause ist. Wir machen jetzt eine Pinkel- und Kackpause. Und dann machen wir gleich irgendwann weiter. Ist auch scheißegal, ich spiele das dann auf. Ist mir doch egal, was ihr da zu Hause macht, ihr Ficker. Das Einzige, was wir tun können, ist vielleicht noch muten, solange. Ja, das können wir machen. Ja. Wenn ich da nicht hinkomme, schaffst du das. Glaube nicht.
So, Geldbeutel Deutschland, wir sind wieder da. Fick dich, Geldbeutel Deutschland. So, ich wollte ihn hier haben. Ich darf ein Modell 4 Zoll dodgen. Ja, aber das ging auf Zeit, ne? Ja, richtig. Gut. Wow. Mit Flo Scharpschaft möchte ich, dass du morgen berichtest. Wer auch immer. Was soll ich morgen machen? Berichten, wie das Spiel ausgegangen ist. Ja, mach ich. Die beiden kommen weg. Der hier kommt weg. Das sind drei extra. Chef kriegt drei. Ich habe übrigens den einzigen Grund, warum ich Weihnachten gut finde, gerade gefunden wieder. Spekulatius. Ohne Weihnachten gäbe es keine sexy Weihnachtsfrau-Kostüme auf dem Faschingsmarkt. Und ohne Verletzte auch keine sexy Krankenschwestern. Du darfst ruhig reden. Wir beißen nicht, sehr oft. Wir dürfen auch Leute reden, die nicht mit aktiv am Spiel beteiligt sind. Verkaufst du sprich? Ja. Ja. Endlich mal. In 9 Jahren zahle ich neue Beiträge. Ja, der gute Mann. Schmeiß mal Constitution und Honest Labor an. Nee, wie heißt das? Constitution Help him out. Da hat er noch einen. Vorher bewegt er sich einmal, seine bis zu 5 Zoll. Da finde ich die ganz sexy. Da steht er noch sexier. Jetzt kann ich gar nicht im Moment. Das ist richtig. Ja, mit dem letzten weiß ich tatsächlich gar nicht so, was ich machen soll. Aber bevor ich wieder an dich rübergebe, schmeiße ich mal einfach raus. Der Ball liegt vor der Linie, weil er vor der Linie ist. Ne? Aber ich lege ihn mal hier hin, weil es gerade plastiktechnisch nicht anders geht. Zinner aktiviert, läuft dahin. Mädchen. Ja, der aktiviert, kriegt sein. Ich bin präzise. Der Hähnchen von Wind. Clowman schmeißt Broken Doors an, geht hier rüber. Schick mir schicken Müller wieder. Das Hähnchen muss gewinnen. Es weiß, was im Hopf liegt. Es verwandelt sich in fruchtbare Erde. Tatsächlich auf der Rückseite dieser Karte eine Riege. Angst. Ja, wenn das Hähnchen puff. Das ist gut, ne? Hier die Oma sagt, ja. Use this, das darf sie auf x-beliebiges Modell machen. Mhm. Und gibt Instruction wiederum an den Azubi-Boy da. Mhm. Dann bewegt Oma sich dort so hin. Moves don't get in the hole auf sich selber. Mal kurz für Zuschauer, wie viele Runden habt ihr schon durch? Das ist die sechste gerade, weil wir mit den Karten schon durch sind. Ja, genau, das war die Frage. Alles er benutzt ja erstmal sein Legendary, der Captain da, von mir. Ja. Wann ist denn da? Dann sagt er, Eisen ist heiß. Mhm. Dein Tor. Ja. Nee, die nicht. Sorry, mein Fehler. Aber das, der bleibt da. Geil. Dann sage ich, ja, ich habe aber 2 mm gerade. Und ich sage Gliding an. Dann. Charge, Quindel. Ja, mach mal.
steht er unten. Mhm. Dann können wir nach oben schlafen. Dann braucht man erst noch 6 Kohlen. Warte, kann ja noch ein bisschen zu pendeln. Das schon so spät? Ja, 20 Stunden. Ja. Ich bin ja von der Mutter noch so ein Zeug zurück. So, aber du bist ja noch mal vorbildlich, du hast es ja bisher noch nicht vergessen. Jo, habe ich auch nicht vergessen. Was denn, den Mangel habe ich auch? Nein, natürlich. Nein. Dann habe ich 6 plus 4. Mhm. Auch die 2. Ja. Du hast nichts gesagt, ne? Die kannst du nicht. Ja, okay. Also, alles über den Baum tauschen. Wir kannst du mal größere. Wir blinken demnächst wieder die Gegend wandern. Bling, bling. Ja, schon rechts habe ich mit Sternchen. Das ist ein Knockdown, Doppelpush und Moment ist Knockdown. Den ersten Knockdown, wobei, warte mal, rutscht gut. Ja, mach mal. Dann haut er dich nochmal. Mhm. Die Zuschauer-Crowd ist immer noch leise. Ja, die war auch zu erwarten. Ich glaube, da passiert heute auch nicht mehr viel. Ich krieg einen Bonuswürfel, weil... Ja, weil ich auch mal so ein bisschen toll, viele Einsen. Das sind 5. Mhm. Mit 5 mache ich Momente Singled Out. Mhm. Der Spacko hat 2-3, ne? 2-3 steht Cover, lässt sich nicht schubsen für einmal. Das ist mir egal, noch Daumen geht er ja trotzdem. Amber, Charge ihn. Mhm. Irgendwas, was du machen möchtest? Nö. Wackeli, 5 Würfel nochmal, 4 für den Charge. Chop eine raus wegen Cover. Treffen alle, 3 in die Rüstung, sind 5. Mit 5 schicke ich durch Knockdown. Habe ich dich nochmal, da habe ich wieder meine 5 Würfel, wenn ich drauf war. Das ist einer, das sind Momentum 2, die zu einem werden. Das Ganze noch ein letztes Mal. Das ist besser, weil das tatsächlich noch im Moment um 2 sind, die zu einwählen. Dann heilt Amber sich selber nochmal eine Runde. Furnace, der toppt seine 5. Mhm. Ganz dahin. Ich dachte dann über hier Keep the Chin ab. Geht das mal um, dass er aufstehen soll. So. Zählt er da sein Schöpfchen auch aus. Dann sagt er noch Legendary. So, plus ein Tag, ne? Oder ja, plus ein Tag. Da habe ich ganze 8 Würfel jetzt für den Angriff auf Amber. Mhm. Auf die 4. Jo. 3. Macht im Moment das Knockdown. Mhm. Ich messe mal ganz kurz, ob das innerhalb von 4 ist. Ja, das sind 7. Haut er nochmal. Hi. Auf die 4. Ich bin nicht noch. Ja, drin. Ich habe die 3 nicht gesehen, sorry. 5er Playbook. Moment ist Knockdown und Moment ist ein Schaden. Mhm. Rennst, verlierst Rüstung. Haut er nochmal. Jetzt auf die 3. Nee, nee. Die 2 nicht, sind 4. Moment ist Doppelpush. Dann ist er fertig. Mhm. Der junge Mann hier gibt mal Momentum aus, um aufzustehen.
Oder doch? War drin anscheinend. Ja. Er hat 3-2, ne? Ja. Schau mal auf ihn. Das ist einer, das sind Momentum 2 Damage. Jo. Ja, der hatte vorher noch nichts gekippt, ne? Nö. Zweiter Berserk Attack. Nö, nö. Ich mach mal Momentum 2 Damage. Dann hau ich ihn nochmal. Das ist nochmal Momentum 2 Damage. Berserk Attack. Moment, in meinem Ende steht doch gerade die ganze Zeit. Er hat doch 5 natürlich dann Dings, oder? Was willst du? Er hat 6. 6, okay, mein Fehler, sorry. Ich hatte Pause gedrückt, ja. Ja, nochmal 2. Die Berserk Attack daraus. Also er müsste jetzt schon 6 getroffen haben. Ja. Nein, nein, nochmal Momentum 2. Dann futter ich den Harvest Token hier, kriege einen Influence. Hau dich nochmal. Das waren aber alles Momentum, die 4 schon mal. Das ist gar nichts und dementsprechend auch keine Berserk Attack. Die hat noch viel. Die hat noch 14 Platten. Ah, das sind 6, ne? Wunderbar. Sind das 6? Ja. Er kriegt auf jeden Fall Tüttelage. Holt sich Pile Driver. Joggt denn seine 5 auf sie zu. Mhm. Ups, ich hab ein bisschen verschoben. Und haut die Ember. Ja. Hat 7 Würfel plus 5 Metal Hits jetzt gerade. Also plus 2 Homies auf die 3. Ist der nicht. Wie viel habt ihr jetzt hier nochmal? 14 gerade. Plus 5 Metal Hits sind 11. Moment ist 8 und ein Pile Driver. Mhm. Kommt nochmal zu. Ja. Plus 3 Netto, 6. Wie viel hat sie? Sie hat noch 6 Points. Moment ist 4. Mhm. Kommt nochmal. Dann hat sie noch 2. Sie hat zwei gerade. Ja, nochmal Moment ist 4. Mhm. Ich gebe 2 Momentum aus, um Furnance zu heilen. Den dürfen wir noch 2 genommen. Dann gebe ich auf 7 und du auf 6. Richtig. Was ist von uns beiden dann? Ja, ne? Ja. Ja. 6, 6, korrekt? Nee. 7, 6, weil für den anderen ist. Bin ich 7, oder? Ja. Ich habe 4, du hast 1 Million. Nee, warte mal. Ich habe 8. Hat, finde ich gerade. Ja, der hat 6. Also das ja, ist okay. Beide, das heißt. Sorry. So, ist ja gerade raus. Ich weiß nur gerade, weil ich es geändert habe und deswegen nochmal nachfragen wollte. Ja, thank you.
12. Ich komme auf 9. Willst du anfangen? Ich glaube, ja. Hast du alles zurechtgepuzzelt? Jo. Go. Jetzt kommt mal diesmal tatsächlich keiner rein. Achso, sorry, ich muss noch die Büro von Denise zuweisen. Das ist auch Klo, mein. Anvil aktiviert. Mhm. Haut den guten Burschen da. Kriegt einen Bonuswürfel für Sonnens. Mhm. Eins im Treffen nicht. Das sind 4. Moment des Knockdown. Mhm. Schutz. Das ist ein Bonuswürfel. Greif ihn nochmal an. Ja. Moment des Singled Out und Moment des Doppelpush. Mhm. Plowman ist ein 3-1, ne? Ja. Hat irgendeiner von den beiden Close Ranks? Oder sowas? Close Ranks? Nee, die haben jetzt aktuell beide gar nichts weiter an Special League Regeln. Jobbt seine bis zu 5 dorthin. So für beide engaged. Ja. Haut Plowman. Mhm. Verliere ich einen Würfel, weil das Ding noch mit engaged. Ja. 3-1. Moment des Knockdown. Ja. Angriff auf deinen Captain. Mhm. Der 3, ne? Ja. Das ist der Tackle. Mhm. Mit dem letzten schieße ich aufs Tor. Mhm. Bonus time das. Du hast, ich guck mal ganz kurz Pause. 3 minus 1 minus 1. Ein Würfel. Ja, genau. Vollkommen richtig. Wie viele Würfel zu viel? Moment. Ich habe einen zu viel, glaube ich. Ne? Du hast, glaube ich, 2 zu viel. Nee, Anvil hat einen Dreierkick. Genau. Dann plus 1 vom Bonus-Time, minus 1. Ja, ich habe 1 zu viel. So. Ich kann dann komplett neu würfeln. Genau. Macht nichts, ist ein Tor. Mhm. Kriegt Momentum. Und dann darfst du. Mhm. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen klusig werde. Das nö, alles gut, dafür kann man ja Pause machen. Das ist korrekt so. Den Flug könnt ihr auch auf 8 ändern. Weiß ist die Richtung. Mein Chef. Mhm. Machen wir auf dein Schiffe. Jo, Sachen kommt da. Das ist einer, das reicht für den Moment, das Knockdown. Jo. Dann gehe ich. Dann gebe ich 2 aus, damit Window wieder steht. Hau auf deinen Furnace. Mhm. Ja, dann müssen
Moment, ich mach down. Dann hau ich auf den Sledge. Ist nicht drin? Oder war der drin? Nein. Na gut. 4-1 noch? Das sind 3, mit 3 mache ich einen Moment des Help am Out. Hau ich nochmal. Nö, das ist jetzt der Moment am Knockdown. Und für den letzten schmeiß ich Tough Hide Aura an. Und Millstone steht nochmal wieder auf. Der Captain ist ein. Ne, der Captain hat noch, aber das sind 3 Lieder. Hier, Anvil steht auch für Momentum. Haut. Du hast den Close Ranks auch, ne? Mhm. Haut Window. Bleibt dabei 6, weil Single Out. Das ist richtig, lass mich kurz überlegen. Lock dann noch so auf der 3 oder 4. Auf der 3. Outer. Sind 5. Mit 5 mache ich Moment des Doppelpush. Mhm. Hau dann Captain. Ja. Hau deinen Captain. Ja. 12, 15, 16. Ah, gut. Moment des Knockdown. Mhm. Nimmst nicht? Okay, dann hau ich nochmal. Der Treffer auf 2, ne? Mhm. Dann sind es 3 Schaden, du brennst dadurch. Mhm. Das sind sie. Also 2. Und dann bist du. Windel geht mal gemütlich. Ja. Kloman ist dran. Windel, hau mal auf den Spanner drauf. Jo. Hattest du ganz kurz? Hattest du, ich habe den weitergedreht, ja. Okay, alles klar. Windel, hau mal auf deinen Chef. Ein Würfel extra. 3 in die Armor, Momentum 4. Berserk Attack. Noch Momentum 4, du bist. Jo. Sledge aktiviert. Kick Tutelage. Steht für Momentum auf. Nutzt die Karte, um Anvil aufstehen zu lassen. Geht Base to Base. Das mit Anvil bringt ihr jetzt gerade aber nicht wirklich was, ne? Nö, auch benutzen. Dann kaufen wir voll Tutelage Piledriver. Mhm. Und hau den Dude. Nein, Captain. Auf 2, ne? Mhm. Plus 2 Netto-Hits sind 7. Das sind Momente 8, die zu 7 werden. Jo. Ich hau dann nochmal. Ja. Alle, das sind 6. Momente 6, die zu 5 werden. Mhm. Da haut ein letztes Mal. Ja. Moment ist 6, die zu 5 werden. Ja. Ich drücke mal kurz Pause, um dir den Punkt zu geben. So, über Pause Ende. Hähnchen. Hm, so, jetzt habe ich verloren. War ein cooles Spielfilm. Ah, fand ich nicht so. aber auch nur, weil das Tor mich am Anfang echt definiert hat. Der Rest das war voll okay und hat Spaß gemacht. Geht's über 11? Nee, geht bis 12, aber ich in 5 Minuten wenn Phil in der 5. Minute durch ist, habe ich das Spiel automatisch gewonnen. Ah. Aber knapp hier. Ja. Ja. Hättest du eine Sekunde länger überlegt? Nö, deswegen, da habe ich ja, ich habe tatsächlich so, die Uhr habe ich die ganze Zeit nachher im Blick gehabt. Ich wollte nicht,
Ich wollte keinen Punkt durch die Scheißuhr abgeben. Weil das Ding ist tatsächlich, ich glaube, warte mal, wie viel macht sie mit Impale? Nicht genug, ne? Drei. Drei. Ja, für das ist dann passiert da tatsächlich nichts mehr. Nein, es hat zwei. Ich hätte die Damage auf meine in Kauf genommen. Ach so, Reitcharge meinst du? Ja. Charge sie so weit? Na, 10 Zoll, ne? 8 mit 2 Mili. Ja. Wäre rangekommen. Und dann hätte ich zwei Leute gehabt. 8 sind 12 Würfel auf 2-0. Das ist gut. Da fehlen halt ein bisschen Sekunden. Ja, alles gut. So, hier, tschüss, Guildball Deutschland. Fickt euch. Wie viel Leben hat er denn? Und Chef? Auf 5. Ja, der war auf 5. Ah, 14 Sekunden. Mann. Ja, ja. Deswegen sag ich ja, das ist so. Trotzdem Throwback Rage verschossen ein Tor. Unbesiegbar. Nee, ich hab dich zweimal in der Liga. Ja, macht ja nichts. Das ist ein Also wenn du es verstanden hättest, dann müsstest du es verstanden. Ich stopp das jetzt. Ich stopp dieses Desaster jetzt. Wie stopp ich denn das? Ach da.